Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Ion. Der Dude fällt tot um. Ja, genau. So, So. mal eine etwas andere Begrüßung. Ganz genau. Nicht, dass es mir, Ich dass ich schlecht verneige finde, das mich habe ich vor zu. meinen Zuschauern Genau. sozusagen. Vor deinen Zuschauern. Du lagst mir zu Füßen. So. Wir wollten jetzt hier Aber, noch ein bisschen weitermachen, ja, Goldmünzen sammeln. wir müssen aber zumindest erstmal schauen, ob wir die Quests angenommen haben in Das der ist eine gute vorletzten Idee. Folgen. Ich habe nämlich auch keine Ahnung mehr, was eventuell sein könnte. Es hat sich gerade ein Riss, zumindest laut Bei mir ist Questlog. es offen. Bei dir ist was offen? Also ja, nee, bei mir ist angenommen, also ist nichts Ja, offen, das das heißt, meinte ich ja alles auch, angenommen. genau. Bei mir auch. Wie gesagt, es hat sich ein Riss geöffnet hier von der Asmo-Seite her. Das heißt, es könnte sein, dass welche vorbeikommen. Vermutlich eher nicht. Weil wir, ja, total Ja, ich Langweiler sehe. sind und so mächtig sind, dass uns keiner angreifen will. Niemand. Nein. Ich schwör's. Zum Risssystem sei halt nochmal gesagt, dass ich finde es persönlich schade. Sie haben damals einen ja, Anfänger-Server aufgemacht auf diesem oder für dieses Spiel. Und ja, mit diesem Anfänger-Server haben sie die Risse ja zeitlich bedingt. Also sonst war es halt immer so, jede Stunde hat sich x-beliebig halt irgend so und so viele Risse halt geöffnet. Ne? Mittlerweile öffnen sich alle Risse auf der Karte, also es sind meistens auf jeder Karte so 9 Risse oder sowas in die Richtung. Also auf den Karten, wo wir bisher schon wer waren, Wertheron, Eldnen und so weiter, haben sich auch immer Risse geöffnet. Und die waren halt, jede Stunde waren halt 2, 3 Risse offen zum Beispiel, mal auch keiner. Aber jetzt ist es halt so, dass wirklich nur an bestimmten Zeiten, meistens so wirklich nur zweimal am Tag, ne, diese Risse sich öffnen, ne, für die komplette Region. Also das sind wirklich dann alle Risse offen halt, ne. Das heißt, das PvP oder sowas in die Richtung, naja, das war das, was früher halt möglich war. Das heißt, man hat meinetwegen in Wertheron in den Anfangsleveln gelevelt zum Beispiel, und man hätte jederzeit von einem Asmo halt angegriffen werden können, weil halt die Leute die ganze Zeit durchgekommen sind, ne. Das, ja, war halt, ist halt jetzt dadurch unterbunden worden. Auch zusätzlich noch mit dem Anfänger-Server. Für meine Begriffe halt falsch, weil es war eine schöne Sache, ne? Es war relativ spannend gewesen am Anfang auch zu sehen, oh, okay, da ist eine feindliche Fraktion, da sind die anderen, da können die anderen durchkommen, und ja, das war eigentlich ganz cool. Naja, ich sag mal so, bei den meisten Spielen ist es ja eigentlich so geregelt, dass solches PvP, wenn es eben zwei verschiedene Gruppen gibt, Star Wars beste Beispiel, dass solches PvP ja quasi auf extra Servern geregelt wird. Ich weiß nicht, ob du da eventuell hier einen PvE-Server erwischt hast oder ist das auf allen Servern so umgestellt Das worden? ist auf allen Servern so umgestellt worden. Ach so. Weil. Ja, es war halt, ich sag's mal so, es gibt ja auch noch eine amerikanische Version dazu. In der amerikanischen Version ist es so geregelt, die haben den Anfänger-Server bekommen. Auf diesem Anfänger-Server gibt es nicht wie hier 10% Abzug, sondern ein Plus von 10%. Das heißt, viele Leute gehen auf den Anfänger-Server drauf, und weil es halt mit 10% mehr XP gibt, und ja, fördern demzufolge auch die Aktivität des Servers, ne? Und da können alle Server halt drauf. Und ja, somit finden sich auch Instanzen leichter und so weiter. Allgemein ist das Gameplay dadurch auch, finde ich persönlich, etwas leichter gemacht. Ja, auf unserem ja, Anfänger-Server sind, glaube ich, 300, 400 Spieler oder sowas meistens drauf gewesen. Ach Also so. eine relativ geringe Zahl eigentlich. Also die Statistik haben sie zwar rausgenommen, durften sie nicht mehr veröffentlichen jetzt, aber es war halt mal so gewesen. Wieso durften die Naja. nicht mehr veröffentlichen? Da hat eine Seite, hat die immer hochgeladen, die Statistik. Das heißt, die haben wahrscheinlich über Spielersuche, haben die wahrscheinlich einen Bot laufen lassen gehabt und haben über die und die Zeit oder haben das irgendwo Ach anders, so. meinetwegen im Client irgendwo ausgelesen und hat das immer veröffentlicht. Und da hat GameFAQ dann irgendwann mal gesagt, nee, okay, das waren nicht, oder beziehungsweise Arion, also keine Ahnung, Ja, wer es da ne, gesagt hat, ne? genau, ja. Die Rechte halt am Spiel selbst haben, nee, das wollen wir nicht, hier, hört mal auf damit. Und die Seite hat das dann halt unterbunden und hat Ja. halt zwar nochmal ein, keine Ahnung, wahrscheinlich nochmal angefragt, aber wie es halt immer so ist, ne? Wenn man halt einmal Nein sagt, dann ist halt wahrscheinlich auch Nein. Ja. Naja, demzufolge gibt es halt jetzt keine Statistik mehr, aber laut der Statistik war es halt immer so gewesen, dass halt auf diesen Anfänger-Servern halt, ja, so 300, 400 Spieler meistens so Mainstream-Zeit online war, was so meistens so gegen 8 um 9 war. Und auf den Servern halt jetzt hier zum Beispiel Baldur mit 2000, dann waren andere Server auch noch mit 2000 vertreten, und die zwei größeren deutschen Server wie Chromete und Tor, die waren mit 3000 und 4000 Tor, also Tor mit 4000 und Promille mit 3000 zur Mainstream-Zeit, ja, an Spielern vertreten halt insgesamt.
Naja, na gut, es sind gewisse Zeiten, das passt schon. Was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren mal wieder. Ja, wie gesagt, so eine Statistik gibt es bei manchen Spielen, aber wie gesagt, wenn sie nicht offiziell ist, ist natürlich immer so eine Sache. Weil es gibt ja auch genug Möglichkeiten, das offiziell auszulesen, wie viele Spieler denn drauf sind und so weiter und so fort. Beziehungsweise dass die Offiziellen können. Ob sie es denn veröffentlichen wollen oder können, ist eine ganz andere Sache. Was natürlich nicht gemacht werden sollte, schon von Haus aus, ist halt zu veröffentlichen, ja, welcher Spieler ist jetzt gerade online zu dieser Zeit. Nicht. Weil das gehört sich natürlich nicht. Wieso nicht? Datenschutz. Auch wenn es nur Nicknames sind. Aber muss ja nicht jeder immer sehen, dass wo du gerade bist, was du gerade bist. Bei vielen anderen Sachen kannst du dich ja auch in Anführungsstrichen stumm stellen, wollte ich Ausschalten. sagen. Also sprich anonym stellen oder beziehungsweise Ah, halt okay. aufstellen, wie bei Skype beispielsweise jetzt mal. Okay, ja, das ist ein Grund, aber auf der anderen Seite, Aber wenn da keine Namen naja. standen, im Nee, Allgemeinen, Namen stand keine, standen einfach nur dann. die Zahlen halt, die wurden halt statistisch erfasst halt über den 24 Stunden lang, ja, und hatten dann auch die Kurven gesehen, wann die Spieler eingeloggt haben und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass da auch eine gewisse, ja, dass es auch so hingehaut hat eigentlich die Statistik, also. Ja. Man kann schon sein, naja, aber was soll's, es zählt nichts. Ja, was man halt zu den Rissen auf jeden Fall halt noch so sagen kann, ne, wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, ein bisschen, ich Ja. persönlich für meine Meinung finde ich es sehr ein bisschen kurios, also beziehungsweise ein bisschen komisch, also mit den Rissen, das haben sie leider auch nicht wirklich nochmal hinbekommen im späteren Patch. Allerdings, ja, wie soll man sagen, gibt es auch noch zu diesen Rissen, gibt es hier auch noch irgendwelche sogenannten Wachen, ne? Beziehungsweise wurde das später mal eingepatcht. Es gibt, ja, früher gab es mal, wo ich noch sehr aktiv gespielt habe und auch dieses mit diesen Wachen so genutzt habe, gab es drei verschiedene Formationen von diesen Wachen. Das heißt, die waren sind an drei verschiedenen Punkten gespawnt. Ja. Und, ja, jeweils, ja, ich glaube, nee, ich glaube, das sind sogar mehrere dann immer gespawnt. Also ich glaube insgesamt an drei verschiedenen Punkten und auch diese drei verschiedenen Punkte hatten nochmal drei Spawnstellen. Das heißt insgesamt hätten jetzt pro Stunde, keine Ahnung, 64 Wachen oder sowas spawnen können. Nee, das ist falsch gerechnet. 36, 54, 54 Wachen. Ja, also 54 Wachen, so ziemlich. Und was ich halt mit den Wachen ansprechen möchte, ist halt, die Wachen haben dann halt so mächtige Relikte gedroppt, wie zum Beispiel so Kronen. Und das habe ich mir zum Beispiel zunutze gemacht. Das heißt, ich habe die Wachen gefarmt Ja, und das Zeug und verkauft, in der Regel. nee, nicht die Zeug verkauft, das waren die Kronen, die man für Elbis-Punkte benutzt hat. Ach so. Und habe mir so meinen hohen Rang halt erfarmt halt damit. Aha. Ja. Und ich hatte das dann halt auch Und die so Wachen sind gemacht. jetzt wohl auch wieder rausgepatcht oder wie? Nein, die müssten, theoretischerweise müssten die sogar noch da sein, sind aber jetzt von der Häufigkeit her sowas von selten da, Weil weil man kann die ja Risse jetzt, jetzt seltener da sind. ja genau, Gut, richtig, okay, jetzt so genau, also langsam habe jetzt ich zum den Beispiel in dem, Querschnitt. genau, und in dem Gebiet, wo ich halt rein kann, das wäre jetzt noch nicht, also mit meinem großen Job, mit dem schon 65er, das wäre ja jetzt nicht hier, also hier die Risse kann ich ja zum Beispiel gar nicht betreten, ne, hier in Heilron, weil Ja. die eine Levelbeschränkung haben, also wir können auch abgeben jetzt erstmal. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also hier die Risse, die haben halt eine Levelbeschränkung, das heißt für mich kommen nur die in Ingison halt so in Frage, die Risse. Also im nächsten Gebiet, wo, nee, im übernächsten Gebiet, wo wir dann hinkommen. Ja. Und ja, da sind es halt, keine Ahnung, da wurden dann 5, 6 Mal in der Woche halt die Risse geöffnet. Und entweder war ich dann mal doch mal in der Instanz gewesen oder ja, wie soll ich sagen, ja, man hat es vergessen, oder es war halt auch mal mitten in der Nacht, 2 Uhr oder sowas, wo die Risse geöffnet wurden oder sowas in die Richtung, ne? Und das Dumme daran ist nur, nicht nur, dass sie das dann mit einem der letzten Patches runtergesetzt haben. Mittlerweile droppen die nicht nur diese sehr mächtigen Kronen anfangen, sondern können halt auch mal gar nichts droppen oder kleinere Kronen Ja. oder spawnen zum Beispiel auch gar nicht. Ja, also es ist ganz willkürlich, wie das mit diesen Wachen halt ist, ne? Ah. Ja, es ist, wie gesagt, ist auch ein bisschen kurios gemacht, weil das Problem, zusätzliche Problem ist halt an den Wachen, man kriegt die halt alleine nicht platt. Also das heißt, wenn wir jetzt dort beide zusammen hingehen würden, wir würden die nicht platt bekommen.
Vielleicht finden wir ja nochmal irgendwo ein paar. Vielleicht können wir ja mal uns explizit auf dies. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo die rauskommen hier, die Asmos, muss ich ja echt sagen. Ich hab jetzt nur die Hälfte wieder verstanden auf dies. Okay. Da war dann kurz Schluss. Ich weiß jetzt nicht, wo die Asmos hier rauskommen. Ach so. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich auch vielleicht nicht. Finden wir ja so irgendwo. Ja, wobei die müssen so wie. Nee, die spawnen noch gar nicht. Diese Wachen, die spawnen. Wir haben es jetzt 15:13, wo wir aufnehmen. Und die spawnen nämlich erst so zwischen 20 und 30 und ja. Naja. Naja, gut, das werden wir wahrscheinlich. Werden wir wahrscheinlich in dieser Aufnahme leider nicht mehr schaffen, weil das wird unsere letzte Folge für diese Aufnahme sein, unsere zweite und letzte. Weil haben wir heute alle ein bisschen Stress. Aber wir brauchen auch Folgen. Morgen muss das Zeug schon raus. Das heißt, wir haben quasi aus eurer Sicht gestern aufgenommen, wenn ihr zum veröffentlichten Zeitpunkt schaut. Das ist schon relativ knapp meistens. Ich versuche das eigentlich immer ein paar Tage voraus zu haben. Aber was muss, das muss. Also angenommen, wie gewesen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich bin das einfach wahrscheinlich viel zu sehr von Fiesta gewohnt, dass du Wiederholungsquests eben direkt automatisch wiederbekommst. Ja, genau. Hab sie nicht angenommen. Okay, gut. Wie viele Münzen hast du denn jetzt eigentlich? Über 100 auf jeden Fall. 113. Okay, dann können wir eigentlich auch schon mal schauen, wie viel kostet denn die Waffe. Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 125 oder sowas. Also es war ein bisschen mehr noch. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viele Quests hin. Nö, nicht mehr großartig. Geht langsam voran. Ich denke, wir werden... Oh, wo ist denn hier? Sehr wahrscheinlich noch Quatsch, die der ganzen Questen hier noch machen, die wir... Du siehst ja hier in Shadow of Paran ist noch alles... Ja, ist viel zu tun. Sozusagen. Gibt viel zu tun, ne? Wir machen ja zurzeit wirklich nur eine Quest. Aber beziehungsweise die letzten paar Folgen, aber wie gesagt, muss halt auch mal. So, jetzt hab ich sie. Was wollt ihr? So, jetzt schauen wir doch gleich nochmal nach der Waffe 134 sind das. Ja, das ist okay. 134, ja. Ein, zwei Folgen wahrscheinlich beschäftigt, gleich auch drei. Aber, ja, aber dann geht's auf jeden Fall mal wieder mit anderem Zeug weiter. Aber ansonsten, ich hoffe. Unsere Stammzuschauer, die so reinschalten, die werden es nicht so oft gesehen haben, aber unsere Stammzuschauer, ich hoffe, wir können das mit vielen aufschlussreichen Gesprächen überquatschen. Richtig. Nein, was gibt's noch so zu sagen hier? Ja, wir werden uns dann hier nochmal mit Chaya Parandan beschäftigen, das heißt, wir werden dann, wenn wir hier mit diesem Goldmünzenzeugs fertig sind, mal alle Questen hier annehmen und Black auf 45 bringen. Ihr seht schon bei mir, rechts hier im Questlog, ich bin nämlich schon 45 und ich habe schon die Kampagnenquest fürs nächste Gebiet bekommen. Und ja, 45 ist dann so der nächste Part und wir wollten ja auf jeden Fall, glaube ich auch nochmal Stahlhage, Chromede, wollten wir auf jeden Fall alles nochmal so gehen. Halt. Jawohl, genau. Also viel zu tun. Viel zu tun, ja. In diesen Landen. Ah, hier steht ein Viech. Vielleicht kann man die als Stahlhage schön mit einer neuen Waffe erstmal begehen, beziehungsweise sollte man das sowieso machen. Ja, genau. Naja, gut, ich sag mal so, das letzte Mal kam ich ja eigentlich auch schon durch. Ich ärgere mich immer noch, dass ich keine Zeit mehr hatte, dass ich dann wirklich abbrechen musste. Eigentlich kurz vorm Ziel, da könnte ich mir selber noch in den Hintern beißen. Ja, es hat sich, wie gesagt, wenn du dann hast auch ein bisschen Zeitdruck und... Ja, genau. Ist halt einfach so, es zählt ja nichts. Beim nächsten Mal wird alles wieder gut. Was wir dann auf jeden Fall auch irgendwann mal noch hier im Let's Play zu sehen bekommen, dann auch mal nochmal die restlichen Instanzen sein. Wir haben da einiges übersprungen, einiges nicht gemacht. Gibt halt auch einiges hier auch auf jeden Fall auch in Arion zu tun. Und das werden wir dann auf jeden Fall auch mal noch zeigen. Jo. Also keine Sorge, Leute. Am Ende sind wir noch lange nicht. Das läuft noch mindestens 20 Jahre, das Let's Play. Naja, ich nehme den ja hinten. Nicht? Na gut, sag mal 10. Ja, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Iron. Einen Augenblick, Leute, es geht gleich los. Ich muss noch mal gucken, ob meine Rente drauf ist. Könnte ja sein. Wer weiß das schon. Bis dahin hast auch du deine 500 Abonnenten, ja, zusammen. Ob ein solcher Spielcharakter denn auch Rente bekommt? Ich meine, irgendwann, wenn er offscreen ist
und mal nicht mehr gespielt wird, bekommt er dann digitale Rente sozusagen im Spiel. So, den hauen wir übrigens noch fertig und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Stellen wir uns hier hinten in die Ecke, wo es gerade so schön frei ist. Jawoll. Okay. Da ist es schön Hop frei. Der Hauptsaar, ja genau, von oben haben wir besser einen Überblick. Leute, es freut uns wirklich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme und auch in der nächsten Folge wieder. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.